Schönen guten Tag, Freunde der Sonne. Heute ist der 23.08. Büroumbau geht los. Ich habe schon meine ganzen Rechner aus dem Raum rausgenommen und habe hier unten mal freigemacht. Jetzt wird hier alles abgebaut, bevor die Jungs heute kommen. Also wer sich mal gefragt hat, wie viele Kabel wirklich so unter so einem Tisch liegen, das ist es. Jupp, das ist es. Und da haben wir noch nicht das Rig auseinandergebaut, das ist nur der Schreibtisch. Die Ecke ist Strom, das ist Audio, da sind noch Reste. Das ist Video. Und hier haben wir jetzt erst auch noch alles, was zum Rig gehört. Also das, was hier zum Fahren ist. Ich muss jetzt hier noch ein bisschen Strom abbauen, aber der Rest ist auch alles schon runter. Da sind noch Kabelführungen. Ein paar Sachen müssen noch gemacht werden. Ja, die ganze Ecke muss aufgeräumt werden. Also die ganzen Kabel müssen da raus. Dann wird das hier alles gleich sortiert und in Boxen verfrachtet, damit man das nachher alles wieder findet. Puh, das wird gut. Zwischenstand. Und ist alles weg, Kabel sind einsortiert, die müssen jetzt noch hier von der Decke runter. Das muss noch erledigt werden. Monitore sind alle runter, also Halterung noch ab. Den Tisch kann ich leider nicht alleine wegmachen, weil der sehr groß ist und ich muss den kippen, damit ich die Füße abmachen kann. Weil die wird nochmal gekürzt, die Platte, hier genau an der Stelle. Also falls sich jemand wundert, warum da ein Loch ist, das war für meine ganz alte Wohnung in Dresden. Und da war so ein, ich glaube Erker nennt man das. Und deswegen hat der Tischler das damals rausgesägt. Aber hier wird das jetzt schön nachher zack abgeschnitten und dann kommt das Stück Holz. Oh, gucken, was wir daraus machen. Und der Rest bleibt bestehen. Das hier ist mein altes Mischpult, was hier mal drinnen lag. Also falls ihr euch wundert, warum hier das ein oder andere Loch ist, das war mal für Dresden optimiert und für alte Technik. Aber gut, wir haben jetzt hier die ganzen Cartoons. Hier ist alles voll, da sind USB-Geräte, Tastaturen etc. pp. Drin. Da haben wir jetzt Audiokram drin. Also da sind die ganzen Headsets und die ganzen Audiokabel. Dann haben wir hier einmal Stromkabel und unten ist noch einmal Videokabel. Das Rig ist auch mittlerweile komplett auseinandergebaut. Hier sind schon die Sachen, die am Rig bleiben. Also das Grundgestell bleibt da bestehen. Der Monitorstand kommt noch weg. Die Dinger werden dann auch abgebaut. Hier eine wunderschöne Ansammlung an Kabelführung, die aus dem 3D-Drucker kommen, damit man die nicht verliert. Aber das ist jetzt aktuell hier der Zwischenstand. Netzwerktechnik muss natürlich auch noch abgebaut werden, aber das hebe ich noch auf, bis die Jungs da sind, weil ich muss den ganzen Schrank irgendwie nochmal auseinanderklappmüstern und damit man WLAN hat etc. pp. Ihr wisst ja, ihr kennt das ja. Man will ja bis auf den letzten Drücker noch Internet haben. Ich muss mal gucken, ob ich die andere Seite hier auch noch mache heute. Das ist ja diese hier. Da muss ich mal gucken, dass die Autos noch wegkommen, die Regale abgemacht werden. Mal sehen, ob ich das noch schaffe. Aber ich denke schon. Das Ding ist einfach Gold wert. Canon Legria. Gibt es mittlerweile eine Neuauflage von, aber das hier ist die erste, die damals rausgekommen ist. Immer noch voll funktionsfähig. Er hängt bei mir normalerweise an der Decke. Geiles Ding, ey. Alles runter von der Wand. Man kann quasi streichen. Naja, man muss die Löcher noch zumachen. Aber wir nähern uns. Es ist leerer. Progress is made. Man hört schon, der Raum ist ziemlich leer. Alles von der Wand runter, die ganzen Löcher zugemacht. Da hinten schon mal ein paar testweise von diesen Matten abgenommen. Das muss dann alles noch geschliffen werden. Und dann haben wir hier alles schon dicht gemacht. Das muss auch alles geschliffen werden morgen. Und dann kann das gestrichen werden und dann wird das der neue Raum quasi. Das Rig steht immer noch, das kriege ich nicht alleine weg und der Tisch auch. Und der ganze Kram kann auch nirgendwo hin, weil alles voll ist überall. Schönen guten Morgen. Tag 2 geht los. Es ist jetzt 8.16 Uhr, die Jungs sind aufgestanden. Ich bin in der Baustelle, in der ersten von vielen und werde jetzt erstmal die Wände abschleifen hier. Genug. Alles voll. Überall. Überall liegen Sachen. Im Flur steht Sachen. Da steht Sachen. Aber dafür ist der Raum leer. Stürzen! Moin. Das ist Andreas. Und falls ihr euch jetzt wundert, nein, Andreas arbeitet nicht die ganze Zeit alleine. Wir versuchen heute zwei Räume fertig zu machen und zu streichen. Und einen davon auch wieder einzuräumen, dass wir hier logistisch gesehen mal ein bisschen mehr Platz haben. So, währenddessen Andi jetzt streicht, macht der Stuhlsenmeister und meine Wenigkeit. Wir bauen jetzt eine Sache auf von ein paar, die hier doch liegen, die gebaut werden müssen. So, ihr wisst ja mal, wie das ist, ne? Zwei gucken und einer arbeitet. Das wird übrigens das neue Büro. Ich mache noch keinen Sneak Peek, bis es gestrichen ist, aber wir sind bis hierhin gekommen. Wir haben heute drei Räume gemacht, zeige ich euch jetzt mal.
Wir haben erstmal hier, das ist jetzt das ist die Matratze vom Pennen, neues Schlafzimmer. Ist jetzt ein bisschen kleiner. Hier vorne steht jetzt mein kleiner Schrank drin. Hier noch so ein bisschen Zeug. Mein Abstelltisch. Hier bin ich. Hi. Es ist super warm. Und dann haben wir noch zwei andere Räume fertig gemacht. Das zeige ich euch jetzt auch. Das hier ist jetzt erstmal mein altes Büro. Das ist vollgestellt bis oben hin mit Computern, Bildschirm, ein Rig, noch ein Rig, Monitorstand, noch ein Monitorstand, Pflanzen. Das hier ist erstmal nur Abstellraum, damit wir andere Räume fertig kriegen. Und das hier ist jetzt mein altes, neues Schlafzimmer. Hier sind die ganzen Sachen wieder drin. Also Sofa ist alles ein bisschen kleiner und kompakter. Hier ist meine Pflanze etc. pp. Kennt ihr ja alles. Das haben wir heute auch alles frisch gestrichen, weggeräumt, aufgeräumt und alles hier hingestellt. Das war übrigens ein Tag. Es ist jetzt 19.17 Uhr und wir haben um 8:30 haben wir angefangen. Wir kleben jetzt drüben noch ab, spachteln die ganzen Löcher zu, damit wir morgen das Wohnzimmer streichen können. Und dann bleiben die restlichen 4 Tage übrig, um die Setups fertig zu bauen. Let's go. Ich begrüße Sie zu Tag 3 des Umbaus. Andreas auf der Leiter, schon ein bisschen am Malen. Ich habe eben gerade noch die letzten Löcher zugespachtelt und abgeschliffen. Muss jetzt aber kurz mal los, weil wir saufen wie die Löcher und das ganze Wasser ist leer. Und danach werden wir hier wahrscheinlich schon ein bisschen weiter sein in der guten Stute. Stute ist übrigens auch dabei. Neue Wandfarbe im neuen Büro. Andreas ist aber machen. Und Stuhlsi und meine Wenigkeit, wir bauen jetzt hier dieses wunderschöne Rig auf. Wir haben hier in der Mitte schon mal ein bisschen Platz gemacht. Und wehe, hier schreibt irgendeiner in die Kommentare, Dizzy, machst du eigentlich nur Videos? Nee, im Arsch dran, ich war gerade einkaufen. Uhr. Ein Rig steht, der Raum ist gestrichen, alles ist dran, let's go, wir bauen jetzt. Hi, zwischendrin fehlt ein bisschen was, ne? Weil mein Telefon war einfach voll, weil ich in 4K Timelapse aufgenommen habe und die waren sehr groß. Aber jetzt ist mein Telefon leer und ich hatte zwischendurch einfach keine Zeit, was aufzunehmen. Aber ich zeige euch, was der Endstand ist am zweiten Tag, am dritten Tag und zweiter offizieller Tag. Let's go. Also wir haben hier das andere Rig, was Schulze und ich heute zusammengebaut haben, währenddessen Andi gestrichen hat. Hier haben wir schon mal alles parat gelegt, so die ganzen Kameras und Kabel und der ganze Gelöt. Und dann haben wir da drüben schon mal dieses Monstrum aufgebaut. Wie man sieht, sind die Bildschirme jetzt soweit angeschlossen. Hier sind jetzt die ganzen Kabel erstmal schon verlegt für den Strom. Wir haben hier die Steckdosenleisten hinten ran gemacht und hier die ganzen Kabel schon verlegt. Hier vorne kann man sehen, da haben wir den Monitorarm schon, Monitorarm sage ich, den Kameraarm schon ran gemacht. Die LED-Boxen, also die, die Boxen für die LED-Flex haben wir ran gemacht. Hier oben, das wird noch gekürzt oder da kommt noch ein schwarzes hin, was kürzer ist. Da sind wir uns jetzt gerade noch nicht so einig, aber auf jeden Fall wird es noch gekürzt. Wir haben nur jetzt heute Abend keine Zeit mehr gehabt. Hier unten hängt schon das Tablet dran. Hier hängt jetzt schon die Kamerahalterung dran, weil wir sind von hier oben, gehe ich jetzt weg mit der Kamera nach da unten, weil ich das schicker finde. Wir haben schon mal die HDMI-Kabel hier soweit vorbereitet. Die gehen jetzt hier rüber. Die kommen alle in den Kabelkanal und enden dann hier im Streaming-PC. Und das war's eigentlich. Da drüben steht ein Haufen Boxen. Die müssen alle noch ausgepackt werden. Da ist Strom drin und sowas alles und dann wird das hier auch aufgebaut noch und tja, so ist der Stand der Dinge. Wir machen jetzt Feierabend, es gibt noch was zu essen und dann geht's ab in die Pfanne und morgen um 8 geht's weiter. Nur ein bisschen was zu tun. Jupp.
Zwischenstand. Okay. Schulden weg da. Du stehst im Bild. Mach doch jetzt was anderes. Kann ich jetzt bitte auflegen? Hier, erste Seite ist fertig. Das ganze Schwernastregal-Gedöns, wo die ganzen Sachen dann nachher drin stehen. Die neue Katzenwand ist auch fertig. Andi hat hier Kabelkanäle gezogen, rundherum, und jetzt wird verlegt und weitergebaut. Also als erstes kann ich euch die wunderschöne Katzenwand zeigen mit dem Regal. Das ist jetzt natürlich noch ein bisschen vollgestellt, weil wir noch nicht ganz fertig sind. Das wird nachher aber alles schön eingeräumt. Da ist dann sozusagen die Ecke, wo die ganzen Sachen stehen zum Review. Die Katzensachen sind oben dran. Der Schreibtisch ist da. Der wurde jetzt hier gekürzt. Der ist einen Meter kürzer jetzt. Wir haben heute erstmal mal ein bisschen so aufgeräumt, grundlegend. Und die Monitoren gestellt, ein, zwei Kabel hingemacht und der Rest kommt dann morgen. Hier unten stehen jetzt meine beiden Computer. Hier vorne haben wir jetzt das Audio-Rack/Netzwerk. Hier unten ist jetzt mein Switch drin und mein MRS. Und dazwischen, hier seht ihr gerade, sind meine ganzen Audio-Converter drin, vernünftig. Und das gute Soundcraft. Aber wir haben hier noch eine Kleinigkeit gemacht. Und zwar, wir haben hier hinten noch ein paar Lüfter angebaut, dass hier im Sommer ein bisschen Luft reinkommt. Das ist ziemlich cool. Wir haben eine neue Deckenkamera, also eine neue Position. Die geht hier jetzt komplett in den Raum, damit ihr das da auch sehen könnt. Hier ist jetzt das Rack. Hier unten sind die ganzen Kabel erstmal noch liegend. Die sind alle beschriftet. Die kommen hier in die Kabelkanäle, dann hier durch um die Ecke und dann hier an die Rechner ran. Das Guest-Rig steht auch. Da hängt jetzt Fritzbox. Das ganze Zeug kommt von da drüben. Hier rein und in den anderen Raum wird dann auch noch ein Netzwerk verteilt. Strom zieht da noch einmal durch. Hier sind die beiden Rechner für die. Hier das Test-Rig und da drüben dann das Main-Rig. Das sind die beiden PCs. Hier ist der Gaming-Rechner und Streaming-Rechner und der neue, also der alte Streaming-Rechner, der da steht, kommt irgendwann hier rüber für die Gäste und mein neuer kommt dann dahin. Und das haben wir heute alles geschafft. Zwischendurch habt ihr ja ein bisschen Timelapse gesehen. Feierabend. So, mal kurz der Zwischenstand hier. Von hier, also die ganzen Kabel, die jetzt von hier gehen, sind alle im Kabelkanal. Und sie enden jetzt alle hier. Das haben die beiden Jungs die ganze Zeit heute Vormittag gemacht, könnte man sagen. Nee, also könnte man nicht sagen, haben sie gemacht. Da liegt ja ein schönes Mikrofon, Kopfhörer liegen alle da. Da liegen Mikrofone, Kopfhörer. Ich habe den hier fertig gemacht. Das muss jetzt hier noch gezogen werden, dass dann alles zusammenkommt. Der Schreibtisch ist soweit erstmal. Alle Geräte drauf, alles verkabelt, alles drunter. Hier auch, das geht dann, ist auch alles angeschlossen. Geht alles hinter den Rechner, das hier oben wird nachher alles noch zusammengedengelt, wenn es soweit ist und wir die richtigen Längen haben. Und dann machen wir noch den Rest fertig für heute. Da kommt nachher noch der Monitorstand hin, der zweite. Und dann machen wir heute mal einen Testlauf wahrscheinlich. Wird wild. Offiziell vorletzter Tag, aber es sieht so aus, als wenn es der letzte Tag sein wird, denn wir sind soweit fertig. Noch ein bisschen Müll rausbringen und ein bisschen wischen und putzen, was morgen erledigt wird. Und dann sind wir hier durch mit dem ganzen Ding. Ich habe heute nicht so viel aufgenommen, weil die Stimmung ist dann doch nach 4 Tagen eher ein bisschen leck mich am Arsch. Da denkt man nicht so viel an Kamera und zieht einfach durch, dass man fertig wird. Und ich zeige dir jetzt mal, wie der Raum aussieht. Wir fangen an der schönsten Stelle an. Hier. Wir haben jetzt hier den Audioschrank stehen. Der ist jetzt soweit fertig. Vorne hängen ein paar Kabel raus, aber. Also, was heißt aber? Vorne hängen ein paar Kabel raus. Und dass das aufgeräumt ist, so was geht. Der ist ein bisschen voll. Das ist noch nicht die endgültige Lösung. Da wird noch mal ein bisschen was gemacht. Aber jetzt gerade funktioniert es. Und das hier ist wohl die Hauptattraktion, weswegen umgebaut wurde. Das ist das neue Rig.
Hier sind LG-Bildschirme dran, 48 Zoll OLED 4K-Panel mit 138 Hertz. Kamera wurde jetzt umgebaut. Ihr habt jetzt direkt über meinem Kopf, also fast POV mit Lenkradeingaben. Wir haben unten jetzt an der Ecke, sieht man, ist die Fußcam, die ist auch ein bisschen schöner geworden. Facecam haben wir jetzt auch dran, Pitwall ist da geblieben. Oben der Bildschirm für den Streaming-PC, wo man mich gerade sehen kann. Tablet ist da geblieben, Buttonbox ist da geblieben, also großartig hat sich hier nicht viel geändert. Das ist der neue Computer, den ich von Alternate bekommen habe, mit der 4070 drin und den 7900. Dann haben wir hier auf der Seite haben wir das Test-Rig stehen. Da steht mein alter Racing-PC, VRS-Pedale dran. Wir haben jetzt gleich die Azitec gemountet, um die schnellstmöglich zu reviewen. Ich habe den Shifter und die Handbremse von Moser dran gebaut. Und das Ganze hier ist ein Next Level Racing Rig. Vielen lieben Dank an der Stelle an den Gehäusekönig, der das möglich gemacht hat. Der Triple Screen Stand hier ist auch von Next Level Racing, aber ein bisschen gefeintuned. Weil der ist eigentlich gar nicht für die Größe angedacht. Wir haben hier an der Seite noch Füße angebaut und wir mussten hier auch ein bisschen bei der Halterung etwas rumtricksen. Aber das ist okay, wir nennen das MacGyver und das geht. Also an der Stelle schöne Grüße an den Gehäusekönig und vielen, vielen lieben Dank an der Stelle. Dann die Ecke, die habe ich euch schon mal gezeigt auf den sozialen Medien. Es ist die Katzenwand mit meinen ganzen, ja ich sag jetzt mal, Lenkrädern und Wheelbases und Sachen, die noch getestet werden müssen. R12 von Moser muss noch getestet werden und das KS-Wheel. Ich habe jetzt erstmal provisorisch, damit das Regal nicht so leer aussieht, meine Lego-Autos da reingestellt. Meine alten Konsolen habe ich da reingestellt, mein Drucker und mein Scanner steht da. Und das ist dann diese Ecke. In der Ecke hier, das ist mein altes bzw. neues Setup, wo ich den Rechner jetzt an die Stelle gestellt habe. Der Rechner ist gerade nicht angeschlossen, der steht da nur aus Schönheitszwecken. Da müssen wir uns noch drum kümmern, das ist der Problemfall. Ansonsten sehr aufgeräumt, die Tischplatte ist ein bisschen gekürzt worden. Hier kann man sehen, hier wurde ungefähr ein Meter weggerissen und hier kommen die ganzen Kabel von hier an. Und so sieht aktuell mein Büro aus. Das neue. 3 Tage arbeiten. 4. Volles Programm durch. Aber es hat sich sehr gelohnt und ich bin Andreas und Stuhlen, die mir geholfen haben, sehr, sehr dankbar, weil das ist wirklich ein ganz schöner Marsch gewesen, das hier in 3 Tagen fertig zu machen. Und es war wild. An dieser Stelle, schön, dass du dir das Video angeguckt hast. Es wird zu allem nochmal eine Review kommen, also zu dem Bildschirm kommt nochmal was, zu dem Rig wird es noch was geben. Generell zum Setup, was da jetzt speziell los ist, wird es aber erwähnen. Also es kommen sehr viele Videos, um dich da komplett nochmal abzuholen nach dem Umbau. Und ich danke dir, dass du dir das Video angesehen hast. Ich wünsche dir einen unglaublich schönen Tag und lass ein Däumchen da, schreib einen Kommentar und bis denn, tschüss.